Hey Freunde, willkommen zurück zu Sparks Challenge. Ich habe mich gerade ein bisschen regelunkonform verhalten. Eigentlich hätte ich jetzt im Spiel noch aus der Welt rausgehen müssen, aber ich kann euch versprechen, Leute, ich habe, nachdem ich den letzten Part beendet habe, direkt den Pausescreen angemacht und habe nicht weiter hier gespielt oder sonst was. Ich war auch noch genau in derselben Position und so weiter. Also das sollte man schon nicht so ernst nehmen. Immerhin habe ich von Anfang an nicht auf easy gespielt, lieber Spark. Okay, wir sind wieder hier und gerade ordentlich am Hauen, denn es geht darum, 81 Seeds zu sammeln für unser Weizenfeld. Wir sind, glaube ich, schon ganz gut dabei. Also viel dürfte nicht mehr fehlen. Wir haben schon 64 und ein bisschen. Ich möchte tatsächlich das Weizenfeld sofort schon zusammengebaut bekommen. Und ja, ich bin momentan noch ein bisschen überlegen, ob wir das mit Zäunen anzäunen sollten. Schön wäre es natürlich schon. Aber ja, das ist, glaube ich, das Beste. Weil ansonsten läuft mir da noch was rein. Das heißt, eigentlich braucht es nicht mehr, weil damit Weizen inzwischen kaputt gehen, benötigt man ja etwas, das wirklich drauf rumspringt. Und so eine Kuh läuft ja momentan nur drüber oder sowas. Also sind wir eigentlich ja auch da relativ vor der Korruption der Tiere, nenne ich das mal, geschützt. Die Gegend, die wir hier erwischt haben, ist übrigens wunderschön. Ich stehe auf Berge mit flachem Land. Und ja, auch dass hier jetzt so viele Seeds sind, ist natürlich für uns ein ganz, ganz, ganz klarer Vorteil. 93, okay, passt. Wir haben irgendwie 6 Seeds zu viel jetzt. Da hinten brennt was. Achso, ja, das ist das, die Lava, die da rumgabbert. Ja, da unten sind die, okay. Wo machen wir das Feld hin? Eigentlich ist hier irgendwo ein perfekter Platz dafür. Direkt vor unserer Haustür eigentlich, ne? Wäre denn hier? Ja, hier, würde ich sagen. Machen wir hier das neuen Feld. Natürlich ein bisschen blöd gewählt. Aber egal. Das heißt, wir brauchen jetzt aber auch schon gleich Wassereimer. Das heißt, wir werden auch hierfür zuerst Eisen benötigen. Aber ich kann schon mal hier den Platz frei machen. Also hier kommt das ganze Feld hin. Ziemlich genau vor unserer Haustür. Und das finde ich jetzt eigentlich auch von der Idee her gar nicht so schlecht. Weil hier könnte man das auch noch weiter ausbauen. Da können wir dann auch nämlich nachher noch die anderen Felder anfügen und die Farmen hier hin machen und so weiter. Ich meine, wir sind hier relativ an einem Berg mit einer Ravine davor. Also es ist relativ egal, wo wir hier hinbauen. So, das dürfte reichen. Ich brauche eine Schaufel. Die ist eher unwichtig. Mir geht es um die Eimer. Das heißt, ich muss erstmal gucken. Ich muss erstmal mein Inventar leeren. Ich habe ein bisschen Angst um meine Sachen, dass ich Eisen herbekomme. Glücklicherweise haben wir uns ja an eine Ravine reingesetzt. Ich habe nämlich da schon Eisen gesehen. Und die drei Eisen für einen Eimer sollte ich gerade so zusammenbekommen. Ich bin mal gespannt, welcher Weg sich hier hoch auf die Dauer am besten rentieren wird. Okay, ich lasse die wichtigen Sachen erstmal alle hier. Und nehme nur das Allernotwendigste mit. Etwa so. Noch ein bisschen Cobblestone zum Bauen und das war's dann auch. Ich will die Seeds nicht verlieren. Das ist momentan mein Hauptanliegen. Essen. Essen geht mir auch bald wieder aus. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Wird es gerade Nacht? Ja, das schaffen wir jetzt noch. Ich brauche hier einen schnelleren Weg runter mal noch. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass es in der Ravine ein paar Eisen gab. Upsala. Das war nicht so perfekt. Und da werden wir uns mal schnell hier... Da ist Eisen. Ja, das ist, glaube ich, das Beste, dieses Eisen hier. Da hinten ist ein Skelett, das hat mich aber noch nicht gesehen. Ja, okay, da ist auch Eisen. Kann mich natürlich kunstvoll hier runterschießen. Hä, wo war denn das jetzt, das Eisen hier? War das nur dort? Hatte mich das jetzt gesehen? Nee, noch nicht. Das wäre natürlich mein Ende jetzt. Eine Fledermaus. Okay. Also ein Eisen, lass es bitte mehr sein als eins. Ja, perfekt. Also das Eisen für unseren Eimer haben wir damit schon mal. Und das direkt vor unserer Haustür. Auch hier ist es wieder gut. Ich habe mir viel Gedanken im Voraus gemacht zum Thema Planung, wo man sich am besten hinpflanzt. Habe mir überlegt, wie man am besten vorgeht, was man am besten macht, ob ich wirklich am Spawn gleich bauen soll und so weiter. Und bin dann zum Schluss gekommen,
dass es das Beste wäre, wenn ich einen Hügel hätte, wo ich mich reinbauen könnte, weil ein Hügel gibt einem Ressourcen, er nimmt sie einem nicht. Und was natürlich noch cooler wäre, wenn es an einem Villager-Dorf in der Nähe wäre, weil das wird uns wahrscheinlich, das ist nämlich auch ein Ziel, dass wir ein Villager-Dorf finden. Und das kann uns verdammt, verdammt, verdammt viel Zeit kosten, aber da habe ich jetzt wohl nicht so Glück gehabt. Und ein weiteres Ziel war, dass wir, wie brate ich das am besten? Ja, ich opfer mal eine Kohle, davon haben wir nämlich genug. Und währenddessen gehe ich jetzt auf Nahrungssuche. Ein weiteres Ziel von mir war, dass wir es schaffen, relativ effizient in die Tiefe zu gehen. Und das ist eben ja die Verein. Ja, wir haben Glück gehabt, Glück im Unglück, sage ich mal. Auch wenn wir dieses Villager-Dorf ist wirklich. Ja, wir haben ja auch, glaube ich, eine größere Wüste in der Nähe. Kann ich mich zumindest. Jetzt komm schon, geh so lange kann das doch nicht dauern. Kann ich mich zumindest erinnern. Das heißt, auch da haben wir die Möglichkeit, möglichst effizient zu wirtschaften. Geh endlich unter, komm schon. Okay, das reicht uns schon mal für den Eimer. So, Bucket. Auch hier könnte man natürlich jetzt hingehen und das direkt an meinen Wasserlauf dran machen. Wäre aber wieder nicht so effizient. Okay, wir haben alles. Das heißt, ah, wir haben nicht alles. Hoffentlich habe ich gerade noch genug Holz. Ja, habe ich noch. Damit ich mir noch schnell das hier machen kann. Weil die Hake werden wir natürlich brauchen. Die schafft, glaube ich, 70, 80, 90 Uses. Das heißt, wir dürfen gerade genug haben für unser 9x9 Weizenfeld. Eine 5000 Watt Base Machine, Alter. Wer kennt das? Wer kennt das? Lord of the. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ist ein ziemlich bekanntes Ding auf YouTube. Solltet eigentlich die meisten von euch kennen. Schaufel wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Scheiß drauf. Schaufeln sind für Pussys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Felder. Oh, cool, ein Zombie. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, also das ist irgendwo hier drüben. Ich baue das mal schnell hier provisorisch mit Erde zu. Weil wir natürlich auch irgendwie so ein paar Sachen, die nennen sich, glaube ich, Grundmaß oder sowas brauchen. Eins. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ein Creeper kommt oder so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, Wasser. Glücklicherweise natürlich direkt nebendran. Wie kann es auch anders sein? Und natürlich so, dass wir hier direkt einen wunderschönen Wasserlauf bauen können. So. Ach, das ist schon eine schöne Sache mit dieser Theorie des unendlichen Wassers. Das ist einer der größten Gags in Minecraft. So, stilles Wasser angelegt. Dann bauen wir mal schnell das Feld hier hin. Ich meine, wir haben genug Weizensamen. Und es sollte auch mehr oder weniger sogar reichen, wenn wir die Sachen jetzt hier schon so hinbappen. Ich denke, ich muss das Ganze nochmal am Schluss umranden. Aber ich mache hier schon mal ein bisschen Platz. Ja, also hier hinten ist es schon wieder. Zu viel, das hatte ich vermutet, dass das passieren könnte. So, das heißt, wir hauen hier nochmal und umranden das Ganze komplett. Weil ich möchte natürlich meine Hake hier nicht umsonst benutzt haben. Was haben wir denn noch so? Ja, als nächstes geht es in die Tiefe. Also, das ist wirklich, das Weizenfeld ist das Letzte, was wir hier momentan oberirdisch machen. Weil danach geht es schon Richtung Diamant. Dann werden wir erstmal ziemlich lange in die Tiefe gehen. Und versuchen, möglichst viel Diamant zu finden, um uns Diamantwerkzeug und den goldenen Apfel herzustellen. Weil das habe ich auch so schon gleich am Anfang reingesetzt, weil das ist wesentlich logischer. Und einen Apfel werden wir in der nächsten Zeit durch die ganzen Leaves sowieso einen finden. Und vielleicht finden wir dabei sogar einen Dungeon. Das wäre auch ziemlich geil. Was wir außerdem ziemlich brauchen, werden sie die Enderperlen. Weil wir natürlich ein Stronghold finden müssen, damit wir ins End kommen. Und das sollte ich möglichst bald machen, weil ich glaube, ein Stronghold könnte noch schwieriger zu finden sein als ein Villager-Dorf. So, also hier haben wir das 9x9 Feld und das sollte jetzt eigentlich auch reichen, weil von jeder Seite überall irgendwie Wasser kommt. So, jetzt kann ich natürlich nicht hier drauf springen, ja doch kann ich, okay. Also, wir gehen mal schnell ansamen, wie sich das anhört, ey. Und es beginnt direkt zu wachsen.
Ja, okay, aber das mit den Seeds war eine gute Idee, die so zu sammeln. Weil wir haben jetzt eigentlich schon wieder das Feld fertig, ne? Klar, das ist jetzt noch nicht fertig mit Weizen, sage ich mal. Da fehlt noch das Weizen, aber ich kann es trotzdem abhaken. Das war's, Leute. Nächstes Ziel erfüllt, das Weizenfeld. Jetzt geht's als nächstes. Was müssen wir denn alles farmen? Sogar die Pferde müssen wir fahren. Hey Leute, bis dahin muss ich nämlich wissen, wie man mit Pferden umgeht. Ich habe nämlich null Ahnung, wie man mit Pferden umgehen muss. Also von wegen Zähmen und so weiter. Weil wir sollen ja auch Pferde farmen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das gehen soll. Und für die Schweine brauchen wir Karotten. Das wird auch noch ein Knackpunkt. Wir brauchen unbedingt eine Village. Aber wir werden Höhlen haben wir genug. Krass. Ja, also wenn ich nicht wollte, könnte ich auch genug andere Sachen haben, zu mich nach unten graben. Aber ich denke mal, ich werde die Ravine benutzen, um möglichst effektiv und schnell runterzukommen. Hey, aber ich finde das cool, schon wieder ein Ziel hinter uns gelassen. Das ist geil. Das ist definitiv ein Fortschritt, auch wenn ich momentan nicht mehr sprinten kann. Ja, ich opfere mal schnell ein Fleisch, damit wir auch hier Zeit sparen. Okay, und los geht's. Ja, komm, noch eins. Sehr schön, dann kann ich nämlich das hier schon mal in den Ofen hauen. Da ist mein Weizenfeld nächstes Ziel erreicht. Klar, also theoretisch dürfte ich das jetzt erst abfallen. Ja, bau ein Getreidefeld. Das heißt nicht, dass das Getreide schon vollständig gewachsen sein muss. Drei Ziele in zwei Folgen. Na, so lange wird's. Also, wenn wir ein Ziel im Schluss pro Folge als Schnitt hätten, wäre das schon Hammer. Aber ich glaube da momentan noch nicht dran. Holz ist das nächste, was wir uns drum kümmern müssen. Also erstmal hier das Eisen raus, das Fleisch hinein, eine Kohle heraus, die Kohle in den Ofen. Jetzt brauchen wir nämlich nochmal als. Ne, ist es schon wieder dunkel? Nein, das passt sich inzwischen neuerdings an, Alter. Jetzt hauen wir erstmal die restliche Kohle hier raus, weil wir noch die ganzen Fackeln brauchen werden, wenn wir nachher unterirdisch sind. Und dann versuche ich mir nochmal einen kleinen Holzspeicher anzulegen. Wir haben die Axt nicht dabei. Das ist schlecht. Aber jetzt. Auch richtig gut daran ist natürlich das Leder, was wir für die Bücher brauchen werden. Ich kann mal schnell hier schon mal zwei mitnehmen, vielleicht. So, die brauchen wir nicht mehr. Ja, guck mal da hinten. Also sieht echt schön aus hier, muss ich schon sagen. Boah, das ist. Weißt du, vielleicht mache ich hier drin Minecraft-Let's Play. Was hältst du denn davon? Natürlich nicht. Aber die Idee besteht schon mal. Holz. Wir holzen als allererstes die zwei Bäume ab. Die nerven mich nämlich schon. Die zerstören den Blick auf mein Weizenfeld. Die Frage. Ich würde die Ravine sehr gern nutzen, um nach unten zu kommen. Bedeutet aber, dass wir sie ein bisschen ausleuchten müssen. Und in die Ravine reinzugehen, ist mir das Risiko nicht wert. Deswegen werde ich seitlich mich an der Ravine runterbauen, denke ich, und das dann so nutzen. Ist ein bisschen blöd. Ein richtiger Minenschacht wäre natürlich besser. Aber in dieser Höhle sind natürlich noch nicht die Rohstoffe, die ich suche. Und wir sollten schon gucken, dass wir möglichst effektiv sind. Und deswegen werde ich einfach die Ravine nutzen, um nach unten zu bauen und gut ist. Lava haben wir auch hier. Nicht, dass ich sie momentan noch brauchte, aber wir können zum Beispiel diese Lava schon nutzen, um das Nether-Portal dann herzustellen. Ich könnte jetzt direkt schon das Nether-Portal herstellen. Dazu brauche ich ja nur die richtige Form, sage ich mal. Und die ergibt sich ja schon automatisch aus dem, wenn ich Lava nehme und sie richtig hinsetze. Also das ist schon sehr, sehr gut hier. Okay, vom Holz her, das reicht wieder ein Stück weit. Ich mache das jetzt auch direkt klein, weil wir größeres Holz momentan nicht brauchen. Wir haben ja normale Kohle. Okay, dachte ich gerade, das wären nicht Dinge. Okay, ich habe noch 2 Minuten in diesem Part. Man soll ja immer zwischen 15, also zwischen 14:30 und 15:30 bleiben. Das reicht, damit wir uns nochmal kurz hier umgucken können. Ich gehe hier runter. Ja, ich gehe hier runter. Baue hier gleich schon mal zu und nutze das hier dann als Höhleneingang. Nicht ganz so sicher. Nicht ganz so sicher, sagte er und schaute einem Creeper und einem Skelett in die Arme. Mann, ich will, dass es den Creeper erschießt. Das wäre voll geil. Komm schon, nach Mano. Dann halt doch nicht. Also, ausleuchten ist hier, glaube ich, erstmal das Primärziel. Uah, sag mal, was sind die eigentlich an Zombies unterwegs? Das ist ja abnormal. Okay.
Das ist mir gerade ein bisschen zu heiß hier. Nicht, dass es jetzt irgendwie tödlich oder schwer wäre, hier die paar Zombies zu töten, sondern es geht mir eher darum, dass ich hier auch was Sicheres haben will. Und das hier ist momentan alles andere als sicher. Sagt Zombie-Spawn oder was? Nee, leider nicht. Das wäre natürlich geil. Nee, das ist einfach nur eine Plattform oben. Ich werde mal schnell die Erde nutzen, um hier zuzubauen. Weil ich kann das echt nicht gebrauchen, dass mir hier die ganze Zeit Monster zwischenrein funken. Tja, liebe KI, ganz intelligent bist du halt doch nicht, ne? Okay, das sollte provisorisch reichen. Ja. Dann gehen wir weiter hier rein, sehen nochmal Eisen auf der einen Seite. Und oh Gott, mein Part ist zu lang. Ich muss hier stoppen. Ich sage raus aus dem Spiel und wir sehen uns im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.